herzlich willkommen zu meinem Fragt-Kossi-Video, besser gesagt zum ersten. Es sind ja schon so einige Fragen gepostet worden und ich habe jetzt mal so ein paar rausgesucht, die ich heute beantworten möchte. Ich werde das Ganze aber splitten in mehrere Videos, damit ihr jetzt hier nicht 3 Stunden Kossi-Video gucken müsst. Und ja, ich fange dann auch mal direkt an mit der ersten Frage. Gestellt hat die mir Lakritzfisch, also manchmal finde ich die Namen bei YouTube ja schon echt richtig witzig. Also, der, die, das, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder Mädchen ist, hat auf jeden Fall gefragt, hallo Kossi, mich würde interessieren, ob du, wenn du ein Buch schreibst, von Anfang an ein klares Konzept vor Augen hast, wie die Geschichte verlaufen wird, oder schreibst du einfach drauf los und entwickelst die Geschichte beim Schreiben. Also, dass man einen roten Faden hat, denke ich mir mal, aber ist vorher schon alles geplant oder lässt du dich von dir selbst und deiner Fantasie überraschen? Alle Fragen, die in diese Richtung gehen, die auch teilweise mehrfach gestellt wurden. Ich möchte euch bitten, in meinen YouTube-Kanal zu gehen, also richtig da in die Seite, wo immer so alle Videos untereinander stehen. Und oben rechts ist so ein kleines Suchfeld. Und da gebt ihr bitte ein, Kossi, wie schreibt man ein Buch? Hört sich jetzt blöd an, aber so habe ich damals die 3 Videos genannt, in denen ich über die Entstehungsgeschichte des Männertaxis erzählt habe. Da brauche ich das nicht alles jetzt nochmal erzählen, da gibt es 3 ganz lange Videos und die könnt ihr euch alle angucken. Und da steht wirklich alles dran drin, wie es entstanden ist und auch wie es geschrieben wurde und so weiter. Dann hat die Ela von Elas Büchertruhe gefragt, wenn du eine Hauptfigur in einem Roman sein könntest, welche wärst du dann gerne? Also zum Beispiel eine irre Mörderin, eine Elfe, eine erfolgreiche junge Dame oder was wäre deine Traumrolle? Ja, meine Traumrolle wäre eigentlich die der Traumfrau. Ich wäre gerne eine Traumfrau, die alles könnte, also super intelligent ist, die Kraft hat, die einfach ganz toll ist und der die Männer so zu Füßen liegen. Ja, ich glaube, sowas wäre ich. Mörderin? Nee. Also ich könnte mir ja zum Beispiel auch nie, deswegen würde ich auch nie einen Krimi schreiben, sage ich jetzt, ich weiß ja nicht, was irgendwann nochmal so ist, aber weil ich lese sowas ja total gerne, aber ich könnte es halt nicht schreiben und ich habe nicht ich habe keine Mordgedanken. Nee, also das könnte ich irgendwie nicht. Ja, ich glaube, ich möchte einfach eine Traumfrau sein. Im realen Leben manchmal auch, aber das ist ja ein bisschen schwieriger. Dann hat mich gefragt die Mary Jane 2687, wieso magst du keine Vampirromane? Ja, weil ich habe ja den ersten Teil der Biss-Serie damals gelesen, Filme habe ich nicht geguckt, weil meine, auch eine Freundin von mir, damals die Bücher oder den ersten Teil gelesen hat und die war so begeistert davon und oh, das musst du lesen und das ist total toll. Und ja, dann habe ich mir das Buch gekauft und fing dann so an zu lesen und habe gedacht, naja, irgendwann wird es auch besser, ne? Weil der Anfang schon so, hä, irgendwie, vielleicht ist es total langweilig und nee, ich habe schnell gemerkt, ich kann da einfach nichts mit anfangen. Also mit diesen Vampiren, mit dem Blutsaugen und so, das übersteigt irgendwie meine Vorstellungskraft oder so. Ich kann mich weder mit den Büchern identifizieren, noch kann ich irgendwelche Sympathien für Vampire hegen. Und ja, und hinterher ist es natürlich so geworden, dass nach den Bissbüchern ja so ein Hype entstanden ist. Also ständig kommen ja irgendwelche Vampirromane auf den Markt. Und ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen overflowed von diesem ganzen Vampir-Zeugs. So. Ich mag ja auch keine High-Fantasy-Bücher. Ich kann auch mit Büchern nichts anfangen, die nur aus so komischen Wesen wie Elfen, Engeln oder, wie heißen die noch bei Herr der Ringe? Diese kleinen Gnome da. Wie heißen die denn nochmal? Ja, seht ihr, ich kenne mich nämlich überhaupt nicht damit aus. Ja, kann ich halt nichts mit anfangen und es übersteigt meine Gehirnkapazitäten oder so. Nee, weiß nicht, ist einfach nicht so mein Ding. Dann hat mich gefragt, Malefix 300, was ist für dich das schönste Gefühl der Welt? Und da habe ich natürlich auch überlegt und eigentlich sind mir 2 Gefühle eingefallen. Und zwar einmal Liebe ist ein total schönes Gefühl und satt sein. Ja, wenn man gegessen hat und man ist satt, ist auch ein schönes Gefühl. Nicht jeder Mensch auf der Welt kann das von sich behaupten. Es gibt leider immer noch auch heutzutage viele, viele Menschen, die hungern und Hunger leiden. Und ja, das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Dann, was ist dein Lieblingshörbuch? Ja, normalerweise höre ich ja keine Hörbücher. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, weil erstmal finde ich Lesen irgendwie spannender. Und bei Hörbüchern ist es so, ich habe früher als Kind viel Hörspielkassetten gehört.
Und die habe ich eigentlich mal gehört, um einzuschlafen. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, wenn ich mich hinlege und ich höre irgendwas, was so monoton vor sich hin brabbelt, dann denkt mein Körper, schlafen. Und dann schlafe ich nach 5 Minuten ein. Und deswegen höre ich keine Hörbücher. Ich habe noch nicht viele gehört, sagen wir es mal so. Ich habe, glaube ich, 3 erst gehört. Eins war von Kerstin Gier, das habe ich ja mal auf dem Balkon gehört. Das, also die 3, die ich gehört habe, finde ich halt auch toll. Aber das sind doch die einzigen. Das war von Kerstin Gier. Ich muss mal eben kurz gucken, wie hieß denn nochmal das Buch? Oh, welches war das denn jetzt nochmal? Lügen, die von Herzen kommen, meine ich, war das. Das habe ich gehört. Und dann habe ich mir die beiden Hörbücher von Daniel Glattauer angehört, die Gut gegen Nordwind und Alle 7 Wellen. Und natürlich auch das Hörspiel von meinem Lieblingsbuch. Und das da, glaube ich, ne? Da steht das. Ja, Der Schatten des Willens. Guck mal, da ist ja sogar das Hörspiel. Das kann ich euch ja nochmal zeigen. Das hier, gesprochen von meinem lecker Schmackofatz Matthias Schweighöfer. Wo ist er? Da ist er. Ja, irgendwie habe ich heute einen Tattring. Ja, das habe ich auch gehört. Allerdings habe ich da total lange für gebraucht, weil ich ja immer so nach 5 Minuten einschlafe. Und am nächsten Tag musste ich dann wieder gucken, wo war ich denn dann nochmal so stehen geblieben, weil das lief ja dann immer weiter. Also ich habe sehr lange dafür gebraucht. Aber es ist sehr gut gemacht. Und das sind so die 3 Hörbücher, die ich bis jetzt gehört habe und die ich auch alle schön fand. So, dann hier California Lighthouse heißt der oder diejenige, hat gefragt unter anderem, hast du eigentlich Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Nee, also, nee, ich glaube nicht. Bis jetzt hat mir keiner eins untergejubelt. Ich habe eine Katze, das reicht mir. Was heißt, das reicht mir? Also ich hätte schon gerne mal Kinder gehabt. Heute bin ich zu alt dazu und ja, ich mag Kinder aber sehr. Und ich glaube auch, Kinder mögen mich sehr. Können natürlich jetzt nur die sagen, die mich kennen. So, hast du eine Lieblingsbüchersorte? Hat mich gefragt die Annie123XYZ. Ja, Lieblingsbüchersorte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das meint, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Taschenbuch und einem gebundenen Buch, würde ich aber das gebundene Buch nehmen. Einfach, weil ich es schöner finde. Ich finde, es sieht im Regal toller aus und bin ja im Moment auch hier so in meinem Regal hinter mir am Umstrukturieren. Immer wenn gebundene Bücher dazukommen, kommen ja wieder so ein paar Taschenbücher in mein Zweitregal, was hier so ums Eck ist. Und weil ich irgendwann halt in diesem Regal hier nur meine ganzen gebundenen Bücher hätte. Dann hat mich gefragt, Manny Fuli, spielst du ein Instrument oder singst du gerne? Ja, gesungen habe ich für euch ja schon ein paar Mal. Wer es nicht gesehen hat, der sollte sich mal durch alle meine Videos hier so zappen. Hat natürlich immer nur so ein bisschen gesungen und natürlich ist das alles irgendwie Quatsch. Ja, Instrument, ich habe mal im Kindergarten, habe ich Blockflöte gespielt, aber das hat, glaube ich, jeder, der im Kindergarten war, gemacht. Später hatte ich dann eine Orgel. Ich habe echt Orgel gespielt, allerdings war es so Bontempi. Also ich konnte nie Noten lesen. Und das war nur nach Zahlen immer so. Aber das konnte ich gut und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich hätte auch irgendwie immer gerne Klavierunterricht gehabt, aber irgendwie hat es sich nicht so ergeben. Ja, und dann war ich ja mal im Chor und habe gesungen. Und das Witzige da ist ja auch, ich hatte echt Gesangsunterricht und habe nach Noten gesungen, hätte aber nie sagen können, das ist ein C, das ist ein D, das ist ein E. Sondern ich wusste immer einfach nur, wenn der Punkt auf der Linie ist, dann muss ich so und so hoch singen. Ist kein Scherz. Also ich kann keine Noten lesen, aber ich konnte damals zumindest nach Noten singen. Und habe das auch immer ganz gerne gemacht, bin eigentlich auch ein recht musikalischer Typ. Ich habe auch mal versucht, Gitarre zu spielen, aber das tat mir so nach einer halben Stunde, tat mir die Fingerkuppen so weh. Da habe ich es gleich sein gelassen, das war dann irgendwie nicht so meins. Aber so Klavier finde ich irgendwie toll. Ich mag das auch unheimlich gerne, wenn jemand Klavier spielt und man da so zuguckt. Und ich finde, das hat irgendwie was sehr, ach, das ist so ästhetisch. Also genauso wie ich es gerne sehe, wenn jemand, ich rutsche immer so tief, so, wie ich es auch gerne sehe, wenn jemand an einem Laptop schreibt, so ähnlich wie Klavierspielen. Ich sehe das so gerne, wenn die Finger da so... Ja. Okay, dann hat mich gefragt, Erinnerungslager, der Flo, wie groß bist du? Weil ich ja, glaube ich, mal in einem Video auch gesagt habe, ich bin jetzt nicht so groß. Ja, Zwergenwuchs habe ich nicht, ich bin schon ein bisschen größer. Also in meinem Personalausweis steht 1,68 Meter, weil mich irgendein Arzt mal irgendwann so gemessen hat. Keine Ahnung, irgendwie finde ich auch 1,68 hört sich so ganz gut an, obwohl 1,76 jetzt sich schöner anhören würde. Ich wäre auch gerne ein bisschen größer. Also 1,76 würde ich irgendwie total gut finden. Weil, wenn ich dann so in die Länge gezogen werden würde, dann wäre ich ja auch schmaler. Ja, um wirklich schmal zu sein, müsste ich allerdings 3,50 Meter sein. Nee, auf jeden Fall 1,68 hat er dann mal so reingeschrieben und dann habe ich das so übernommen. Und ja, und dann irgendwann hatte eine Freundin gesagt mal so, da haben wir auch über Größe geredet und sagt sie, du bist doch nicht größer als ich.
dann habe ich gesagt, wieso, wie groß bist du denn hier, 1,64? Und ich, ey, bin doch nicht 1,64. Ja, und dann haben wir uns gemessen und wir waren wirklich beide genau gleich groß. Und ja, eigentlich bin ich also nur 1,64. Dann hat mich gefragt die Franzi von Franzis Bücherkiste. Es ist ja so, dass der Leser sich beim Lesen meistens in die Romanfigur hineinversetzen kann. Hast du beim Schreiben von Männertaxi auch versucht, dich in deine Figuren hineinzuversetzen? Bist du beim Schreiben in die Rolle deiner Figur geschlüpft und hast dich beim Schreiben so gefühlt, als wärst du die Figur? Oder bist du mit deinen Figuren in einen äußeren Dialog getreten? Ja, also da das Buch ja aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, habe ich natürlich schon immer versucht, in die Rolle von Isa zu schlüpfen, was mir manchmal leichter von der Hand ging, manchmal nicht ganz so, weil Isa ist ja nicht ich. Und das ist ja auch immer so faszinierend, dass ganz viele Leser mir geschrieben haben, immer wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich mir dich als Isa vorgestellt. Also ich habe euch ja schon mal gesagt, ich habe mir mich gar nicht als Isa vorgestellt. Ich habe zwar aus der Ich-Perspektive geschrieben und habe immer so gedacht, wie würde Isa jetzt handeln, wenn ich jetzt sie wäre. Und ich finde, dass das Schreiben eines Buches auch so ein bisschen ja ist wie Schauspielern. Also natürlich schlüpft man da in eine andere Rolle. Und wenn ich über die Männer geschrieben habe vom Männertaxi, dann bin ich nicht in die reingeschlüpft, sondern ich habe mir echt vorgestellt, dieser Typ sitzt jetzt vor mir und ja, was würde der mir jetzt sagen? Und ich habe mir ja vorher überlegt, wie der vom Charakter her so ist, was der für einen Beruf hat und keine Ahnung. Und das ist ja auch so, ich mache das auch im realen Leben. Wenn ich irgendwo bin, wo man Menschen beobachten kann, was ich liebe es, Menschen zu beobachten, dann spinne ich mir ja manchmal auch Geschichten zurecht. Ich gucke die so an und denke dann so, ja, der könnte vielleicht dies und das nach und beruflich und verheiratet oder nicht verheiratet. Und ja gut, manchmal braucht man ja auch nur an den Finger gucken, ob da ein Ring drin ist. Aber ich mache das halt unheimlich gerne, so Menschen zu beobachten. Und das habe ich auch beim Männertaxi versucht, zumindest. Und was aber schon mir selber aufgefallen ist, die Szenen, die bei Isa zu Hause spielen, die haben eigentlich alle in meiner Wohnung stattgefunden. Also wenn ich da geschrieben habe von ihrem Büro, was ja eigentlich in ihrem Schlafzimmer so ist, dann habe ich mir auch wirklich mein Schlafzimmer vorgestellt. Und wenn sie ins Badezimmer gegangen ist, dann war es auch mein Badezimmer. Ich habe zwar keine Badewanne, sondern nur eine Dusche. Im Buch ist es eine Wanne, aber ich habe mir halt vorgestellt, da würde eine Wanne stehen. Und wenn die dann in die Küche gegangen ist, ist die auch genau diesen Flur entlang gegangen und genau da in die Küche, wo meine Küche ist. Also als Wohnung habe ich mir immer meine Wohnung vorgestellt. Ja, ich würde sagen, jetzt komme ich hier schon mal so zur letzten Frage, weil sonst wird es halt wirklich zu lang. Ich mache da ja gleich dann noch ein zweites Video zu. Gefragt hat mich, dass die oder der Nitsita, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, Beispiel fliegen, Gedanken lesen, Menschen mit Blicken töten, ich weiß, ein bisschen brutal, beamen, welche würdest du wählen oder vielleicht gar keine? Würde mich über eine Antwort freuen. Ich würde unsichtbar sein wählen. Ja, würde ich auch. Und ich würde eigentlich eine Kombi aus allen so nehmen. Also ich möchte gerne mich unsichtbar an einen Ort beamen zu bestimmten Menschen und dort dann deren Gedanken lesen. Ja, ich glaube, das wäre so, wenn ich das könnte, dann würde ich das so machen. Ja, unsichtbar sein habe ich mir echt schon ganz oft so vorgestellt. Vor allem, weil es ja interessant wäre, dann mal wirklich so zu sehen, wie sind denn andere Menschen, wenn ich nicht dabei bin. Andererseits könnten das andere Menschen natürlich auch machen, wenn ich alleine bin oder wenn die nicht bei mir sind und die werden jetzt so unsichtbar um mich rum. Und wenn jetzt hier einer unsichtbar neben mir stehen würde, wird der wahrscheinlich nur denken, die Alte hat einen Knall, weil die spricht mit einer Kamera. Ja, okay, ich glaube, das wären so die Superkräfte, die ich aussuchen würde. Und ja, ach, hier ist noch eine Frage, die ist ganz witzig, hat mir gestellt, der oder die. 1-MMUUSSLICC1. Warum bist du so toll? Bitte um Antwort. Und dann habe ich gedacht, ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Wenn ich morgens aufstehe, stelle ich mich vor den Spiegel, gucke mich an und denke so und sag so, Kossi, warum bist du so toll? Und wenn ich dann irgendwo hergehe und draußen sind so Fensterscheiben, gucke ich da rein, gucke mich so an von oben bis unten und sage, Kossi, warum bist du so toll? Und wenn ich abends ins Bett gehe und bevor ich dann schlafe, gehe ich nochmal so in mich, mache die Augen zu und sage, Kossi, warum bist du so toll? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich einer eine Pfanne habe oder so. Keine Ahnung, ich finde mich überhaupt nicht toll. Ja, war wahrscheinlich auch mehr so eine
so eine Gag-Frage, aber ich habe sie mal trotzdem beantwortet, weil ich sie ganz witzig fand. Okay, das war das erste Video und es werden noch ein paar Folgen, die werde ich dann so nach und nach online stellen und werde ja dann nach und nach auch eure ganzen Fragen beantworten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.